alles auf, komm rein. Hallo Benedikt. Hallo. Na, wie findest du es? Gut. Sehr, sehr gut. Wir sollten es aufnehmen. Findest du wirklich? Ja, das gehört auf deine neue CD. Du, ich weiß, was deine Fans wollen. Na, dann bin ich ja beruhigt. Ich habe auch eine Überraschung für dich. So? Was ist es denn? Ein Klassentreffen. Oh. Ich habe unsere ganze Abiturklasse zusammengekriegt. Ich habe sie alle erreicht. Sogar den Allgäuer Toni, nennt sich jetzt Anton All, wohnt in einer WG, schreibt Gedichte, die er angeblich aus dem Kosmos bekommt. Aber ich denke, dass wir ihm das Geld für die Reise schicken müssen. Der ist total pleite. Ausgerechnet unser Klassenprimus, der mit dem Einser-Abi. Ja. Und unser großer Frauenheld, der Friedrich Aigner, ist Mönch geworden. Tja, so geht das. Unglaublich. Und was ist mit Juliane? Hast du die auch erreicht? Ja. Sie ist die Einzige, die nicht kommt. Wegen mir? Ja. Ich finde, du solltest wirklich ausstellen, Juliane. Erstens bin ich dafür noch nicht gut genug und zweitens habe ich gar nicht so viele Bilder. Vertrau mir. Meine Kunden werden sich um deine Bilder reißen. Ich weiß das. Und sei nicht immer so bescheiden. Mit falscher Bescheidenheit wird man nie zum großen Künstler. Hör auf, mir Flausen in den Kopf zu setzen. Ich bin ja nicht Van Gogh. Dafür hast du aber auch noch beide Ohren. Und zwar ganz entzückende. Markus? Du wolltest dir doch ein Bild von meinen Bildern machen, nicht von mir. Man kann Gemälde erst dann richtig beurteilen, wenn man den Künstler näher kennt. Du bist so unverbesserlich. Warum vergräbst du dich eigentlich in dieser Einöde hier? Warum ziehst du nicht zu mir in die Stadt? Ich habe genug Platz. Weil ich meine Freiheit brauche. Ohne sie kann ich nicht leben und schon gar nicht malen. Und das willst du doch, nicht? Dass ich male. Ja, natürlich. Ich bin ja dein Galerist. Also noch oft an Juliane? Manchmal. In letzter Zeit öfter. War wohl die große Liebe, was? Warum ist eigentlich damals nichts aus euch geworden? Sie hat mich nicht gewollt. Jedenfalls nicht mit letzter Konsequenz. Du meinst heiraten? Karriere war ihr wichtiger. Sie ging nach Hamburg und ich blieb hier. Ja, bald darauf habe ich Irene kennengelernt. Das kennst du ja. Benedikt, jetzt bist du seit 5 Jahren Witwer. Hast du eigentlich nie daran gedacht, mal wieder zu heiraten? Das ist nicht so einfach. Wenn ich jemanden finde, dann müssen doch auch die Kinder ja sagen. Sag mal, hast du eigentlich die Adresse von Julian? Ja, die habe ich. Warum? Ja. Hallo, Hallo, Kamera. Hallo, ihr zwei. Denkst du da deinem Papa mit uns noch zu üben? Ja, natürlich. Ihr sollt euch doch nicht blamieren mit mir. Aha. Es geht wohl um die große Silvestergala. Zum ersten Mal, dass wir mit Papa auftreten. Johannes kann gar nicht mehr schlafen, so aufgeregt ist er. Gar nicht wahr, ich bin überhaupt nicht aufgeregt. Lampenfieber gehört dazu. Ich habe heute noch welches. Und ich erst. Also überleg dir das mit der Ausstellung nochmal. Ich kenne den Feuilleton-Chef von unserem Heimatplätzchen ganz gut. Der schreibt die Kritiken, die ich ihm diktiere. Darauf kann ich verzichten. Mir ist ein ehrlicher Verriss lieber als ein falsches Lob. Mein Gott, sei doch nicht immer so schrecklich korrekt. Das Leben geht nun mal krumme Wege. Und du bist auf dem Holzwege. Ciao. Ciao. Ciao, ciao Bella. Komm, Papa. So, du hörst jetzt auch langsam auf zu lesen. Okay. Mach dir das. Und lass das Licht nicht mehr so lang an, ja? Okay. Schlaf gut. Thank you.
Ja? Benedikt, du? Ja, ich. Die sind für dich. Die sind ja überfroren. Ja, wie ich. Naja, dann komm rein. Mein Atelier und mein Zuhause. Wow. Und das ist Topper. Topper, komm mal her. Mein neuer Lebensgefährte. Hallo, Topper. Wie hast du mich gefunden? Konrad hat mir deine Adresse gegeben. Ach, der alte Verräter. Er wollte unbedingt, dass ich zum Klassentreffen komme. Und? Kommst du? Nein, was soll ich da? Alte Geschichten wieder aufleben lassen. Alte Freunde sehen. Und? Was soll das werden? Freust du dich nicht ein bisschen, mich wiederzusehen? Doch, sehr. Aber versteh mich nicht falsch, Benedikt. Ich bin von Hamburg zurückgekommen, um neu anzufangen und nicht um Vergangenes wieder aufleben zu lassen. Und ich gehöre zur Vergangenheit. Tja, so ist es nun mal. Soll ich gehen? Ja, mit mir ein paar Schritte um den See. Topper muss unbedingt raus. Komm, Topper, komm. Ich versuche, den Kindern die Mutter zu ersetzen, so gut das geht. Ich weiß natürlich, dass mir das nicht gelingen wird. Nicht ganz. Aber wenn die Kinder was vermissen, lassen sie mich das nie spüren. Ich bin sehr stolz auf die Sophie und den Johannes. Topper, hier. Ich wollte keine Kinder bekommen. Wieso denn das? Weil ich nur die Geliebte war. Er war verheiratet mit Chefredakteur. Ich war seine Reporterin, naja, und ein bisschen mehr, 12 Jahre lang. Ich habe immer gehofft, dass er sich eines Tages für mich entscheiden würde, aber irgendwann kam er und sagte, meine wilden Jahre sind vorbei. Einfach so. Als könnte man Gefühle wie ein Licht ausknipsen. Er ist dann zu seiner Familie zurückgegangen. Ich bin hierher. Es tut mir leid. Das muss dir nicht leid tun. Ich bereue nichts. Aber ich möchte auch nicht in eine neue Abhängigkeit geraten. Mein Leben gehört jetzt nur noch mir. Na komm her, bring's Stöckchen. Ja, fein. Rocky, hol ihn. Komm, lass uns auch übers Eis gehen. Lieber nicht. Ich bin schon mal eingebrochen. Na komm schon. Ich halte dich fest. Oh, siehst du? Topper, komm! Die Sonne geht auf. Meine Lieblingskünstlerin. Oh. Du wirst es nicht glauben. Im Moment habe ich dein Bild verkauft. Ja, ja, ich hab's gesehen. Und, wer ist der Wahnsinnige? Sparkassendirektor Mühlbeck. Ein Kunstkenner. Er will dich ins Foyer hängen. Tja. Mein Gott, stell doch dein Licht nicht immer so unter den Scheffel. 2.300 hat er für Winterabend bezahlt. Wirklich? Ja. Ich sag's ja, Sparkassen und Banken haben einfach zu viel Geld. Aber freuen tut's mich natürlich sehr. Na also. Mein erstes Bild. Markus, ich lade dich zum Essen ein. Schon überredet. Ich sperre sofort die Galerie zu. Was ist los? Du willst doch was sagen, also raus damit. Ich hab die Juliane getroffen. Oh, wie geil. Ja und? Ich muss daran an sie denken. Benedikt. Sie ist Vergangenheit. Sie hat dich schon einmal sitzen lassen. Willst du das wieder riskieren? Nein. Juliane und ich, wir sind älter geworden. Wir haben einiges hinter uns.
Ja, wir sind nicht mehr das junge Paar von damals. Die Zeiten ändern sich, Menschen nie. Nein, Gott, Konrad, hör doch auf, mit deinen Weisheiten um dich zu werfen. Die Juliane war meine erste große Liebe. So was vergisst man nicht. Eine Schülerliebe, das ist über 30 Jahre her. Kommt sie jetzt etwa doch zum Klassentreffen? Nein. Und Gott sei Dank. Ich bitte dich, geh ihr aus dem Weg, schon deinetwegen. Du bist ein alter Miesmacher. Blödmann! Ich war in die Biolehrerin verliebt. Ha, in die alte Schachtel. Wieso? Für mich war Fräulein Hummel die schönste Frau der Welt. Du hast ja schon immer was an den Augen gehabt. Nächtelang habe ich wach gelegen. Ja, und ich habe deine Liebesbriefe schreiben müssen. Du hast auch mein Taschengeld gekriegt. Hat sie dich erhört? Was heißt erhört? Abgehört hat sie mich. Und wie? Anatomie der Katze, glatte 5. Wenn sie mich nach ihrer Anatomie gefragt hätte... Hättest du das auch nicht gewusst. Hallo, Jungs! Es ist gut, dass du doch noch gekommen bist. Sonst wäre die Klasse noch nicht vollständig gewesen, ne? Auf das einzige Mädel unserer Klasse, Juliane Freudenberg. Mein Gott, war das eine unbeschwerte Zeit. Die ganze Zukunft lag noch vor uns. Es liegt doch immer noch alles vor dir. Es kommt doch nur darauf an, was du daraus machst. Also, ich mache jetzt, dass ich nach Hause komme. Soll ich dich fahren? Nein, danke. Ich werde abgeholt. Ah ja, da ist er schon. Ach so. Gute Nacht, Bene. Gute Nacht. Gib her, gib mir den Handschuh, komm, gib her. Ja, so ist gut. Und jetzt, los, hui! Fans ist der süß. Ich glaube, der will mit uns spielen. Komm, hol das Stöckchen. Komm her, komm her. Ja, na, hast du jemanden gefunden, der mit dir spielen will, ja? Das ist Leon? Ja. Wie heißt der denn? Topper heißt er. Hol jetzt vor, komm, geh. Hallo, Juliane. Benedikt. Was treibst du denn hier? Ich habe den Kindern versprochen, mit ihnen Schlitten zu fahren. Aber die sind ja jetzt anderweitig beschäftigt. Papa! Das sind deine Kinder? Ja. Sophie und Johannes. Papi, ich will auch so einen Hund. Mal sehen. Vielleicht holen wir uns einen aus dem Tierheim. Juhu, Papa, hast du gedacht, wir kriegen einen Hund. Nette Kinder. Ja, ganz der Papa. Sag mal, was machst du eigentlich Silvester? Hättest du nicht Lust, mit mir und den Kindern in das neue Jahr reinzufeiern? Ich würde mich sehr freuen. Und die Kinder bestimmt auch. Ach, Bene, bleibt immer unter euch. Selbst wenn ich wollte, ich könnte gar nicht. Mein Galerist gibt einen Empfang für mich und gleichzeitig ist meine erste Ausstellung. Da kann ich nicht wegbleiben. Verstehst du doch, ja? Sicher. Vielleicht sehen wir uns ja mal im neuen Jahr. Bestimmt. Also, rutsch gut rein. Du auch. Papa, komm, komm. Servus, Kinder. Tschüss. Tschüss. Papa, wer war die Frau? Ach, das war eine alte Freundin. Ist es jetzt deine neue Frau? Nein, wie kommst du denn darauf? Weil Onkel Konrad gesagt hat, dass du dringend eine neue Frau brauchst. Ach, Onkel Konrad hat es gesagt. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zu unserem Silvesterkonzert. Bitte heißen Sie mit mir herzlich willkommen Benedikt Ritter mit seinen Kindern Sophie und Johannes. Wir spielen für Sie eine Eigenkomposition mit dem Thema Wenn das Jahr zu Ende geht. Viel Vergnügen. Fertig. Thank you.
Hallo. Hallo. So. Sie sind alle da. Alle, die wichtig sind, sind gekommen. Das ist da drüben. Das ist der Kuchenreuter von der berühmten Galerie in München. Ich stell dich nachher mal vor. Sehr toll. Muss das sein? Ich dachte, meine Bilder sprechen für sich. Und der drüben mit dem roten Kleid und dem Bernhardina auf dem Arm, das ist die reiche Dahlmeier. Sie sammelt junge Männer und alte Meister. Was hat das mit mir zu tun? Mein Gott, Johanna, du musst doch nicht nur deine Bilder verkaufen, du musst doch auch dich verkaufen. Das ist mindestens genauso wichtig. Ich bin unverkäuflich, Markus. Nimm das doch nicht so wörtlich. Die Leute, die wollen eben einen Künstler zum Anfassen. Aha. Oder Herr Kastenmeier, darf ich vorstellen, Herr Kastenmeier vom Mittenwalder Tagblatt, die Künstlerin. Guten Abend. Angenehm. Darf ich Ihnen da gleich eine Frage stellen? An was haben Sie denn zum Beispiel bei dem Bild da gedacht? An Schnee und Eis, heißt ja auch Winterlandschaft. Ach so, an Schnee und Eis. Verstehe, sozusagen als Symbol für innere Kälte, Vereinsamung, Frost der Gefühle. Ist ja genial. Ja, ich glaube, so kann man das interpretieren. Nein, da muss ich Sie enttäuschen. Ich habe wirklich nur an Schnee und Eis gedacht. Na, an die Natur da draußen vor der Tür, so wie sie augenblicklich ist. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Na, das käme mir nie in den Sinn. Aber man muss nicht alles interpretieren. Manchmal sagen einfache Dinge viel mehr. Man muss nur genau hinschauen und ein Auge dafür haben. Denken Sie mal drüber nach. Guten Abend. Sie meint das aber nicht ernst, oder? Nein, natürlich nicht, Herr Kastenmeier. Natürlich nicht. Das war ein Scherz. So? Ja. Tja, je länger ich drüber nachdenke, Schnee und Eis, sehr interessant und so transparent. Blödmann. Juliane? Ja, kommt. Kinder, ihr wart fantastisch. Ja? Ich bin richtig stolz und glücklich, dass es euch in meinem Leben gibt. Wir sind auch froh, dass es dich gibt. Sehr sogar. Ja, wir drei gehören zusammen. Und Onkel Konrad. Ja, der auch. Johannes, Sophie, kommt mal kurz zu mir. Hallo? Schön, dich zu sehen. Ich kann dir doch nicht dein Leben lang aus dem Weg gehen. Musst du auch nicht. Ich habe lange nachgedacht. Vielleicht ist es wirklich purer Zufall, dass wir uns wieder getroffen haben. Aber warum gibst du dem Zufall keine Chance? Wollt ihr denn noch mit mir feiern? Du und die Kinder? Wahnsinnig gern. Ich finde, es wäre ein guter Anfang. Ich habe ein neues Jahr schon lange nicht mehr so gut angefangen. Kommt, Kinder! Komm. Soll ich dir helfen? Na, wie war das Konzert? Ja, war fehlerfrei. Weißt du was? Ich bin richtig froh, dass du mitgekommen bist. Ich auch. 3 Tage lang nichts wie schlafen, essen, Skifahren und vor allen Dingen kein Stress mit Männern. Wer braucht denn schon Männer? Kein Mensch! Hallo. Grüß dich,
Onkel Paul. Grüß dich, Conny. Grüß Gott. Darf ich vorstellen? Das ist meine Freundin Stella. Freut mich. Hallo. Stella und ich haben uns schon Jahre nicht mehr gesehen. Und dann steht sie plötzlich mitten in der Fußgängerzone vor mir. Ist aber nett, dass du sie mitgebracht hast. Mhm. Sie braucht ein bisschen Erholung. Erholung brauchen wir alle. Ja, von den Männern. Ach so. Also ab sofort wollen wir keine sehen, außer dir natürlich, Onkel Paul. So. Du hast doch noch ein Zimmer frei, Onkel Paul, oder? Ich hab nur noch ein Zimmer frei. Ihr müsst euch das leider teilen. Das macht nichts, oder? Nö. Du selbst also gut und zeig die beiden Damen das Zimmer. Ist recht, Chef. Danke. Wenn wir die Dame bitte folgen wollen. Pension Paul? Es tut mir leid, gnädige Frau, wir haben nichts mehr frei. Wiederhören. Entschuldigung, ich hätte mal eine Frage. Ich suche eine junge Dame, Ende 20, dunkelhaarig, sehr hübsch. Ist so jemand gestern oder heute bei Ihnen abgestiegen? Junger Mann, bei uns steigt man nicht ab. Bei uns ist man zu Gast. Außerdem gebe ich grundsätzlich keine Auskunft über Gäste des Hauses. Kann man da nichts machen? Gar nichts. Haben Sie vielleicht noch ein Zimmer frei? Mhm. Versuchen Sie es doch einmal im Grand Hotel. Die haben mehr Platz. Das kann ich mir nicht leisten. Tja. Wiederschauen. Wiederschauen. Seit 3 Jahren seid ihr zusammen und der Typ ist noch immer nicht geschieden? Ja, Bernhard weigert sich einfach. Dabei lebt er schon seit 2 Jahren getrennt von seiner Frau. Aber 3-mal darfst du raten, wo er Weihnachten feiert. Bei ihr. Mhm. Und Silvester und Ostern, was weiß ich nicht alles. Das Einzige, was er mit mir feiert, ist mein Geburtstag. Oh, gratuliere. Und wie geht's mit deinem Kläuschen? Ach, hör bloß auf. Er packt's einfach nicht. Seit Jahren macht er Examen. Und vor lauter Angst, dass er durchfällt, verschiebt er's von Semester zu Semester. Wenn er so weitermacht, ist er bald der Älteste an der ganzen Uni. Von was lebt er denn? Von mir natürlich. Vergiss ihn. Versuche ich ja gerade. Ich bin müde. Ich gehe ins Bett. Sag mal, eine Minibar gibt's hier nicht, ne? Nö. Das wäre mir neu. Ich glaube, ich hole mir unten noch was zu trinken. Kann ich so gehen? Na klar. Da unten sitzt sowieso nichts mehr los. Ich bin gleich wieder da. Bringst du mir auch ein Wasser mit? Mach ich. Hallo? Ist da noch jemand? Hallo. Würden Sie mich bitte reinlassen? Schließen Sie bitte auf. Vielen Dank. Oh, ist das eine Kälte. Ohne Sie wäre ich ja glatt erfroren da draußen. Sind Sie denn hier? Nein, aber... Was machen Sie denn dann bei uns? Ja, eigentlich suche ich jemanden. Was, mitten in der Nacht? Aber scheinen ja wohl schon alle zu schlafen. Außer Ihnen. Ich wollte mir eigentlich nur was zu trinken holen. Aha. Ja, dann gehen wir doch an die Bar. Gibt doch bestimmt eine, oder? Ich weiß nicht, also in dem Aufzug. Wieso? Mir gefällt es. Na, dann bin ich ja beruhigt. Also ich gehe mir jetzt was zu trinken holen. Na, wer sagt's denn? Sie sind ja immer noch da. Ja. Und wissen Sie was? Jetzt mixe ich uns erstmal ein. Damit wir nicht so trocken ins Bett kommen. Schauen wir doch mal. Ja, Wermut. Gin. Können Sie das denn? Und wie? Ein Shaker. 2 Gläser. Gin. Und Wermut. Dann ein bisschen Eis.
Sagen Sie mal, sind Sie ein Barkeeper oder sowas? Nein, das nicht. Aber ich schüttle so manches aus dem Handgelenk. So, probieren Sie mal. Stark. Allerdings, drei davon und Abflug. Na danke. Ich hasse es, wenn ich den Durchblick verliere. Also dann, auf den Durchblick. Wie heißt du eigentlich? Bernhard. Stimmt. Hast du ja vorhin schon gesagt. Oh, ist das dein Auto? Ja, das ist mein Auto. Willst du wirklich noch fahren? Ich habe doch nur einen getrunken. Gute Nacht, Stella. Es war sehr nett mit dir. Als Bardame wärst du genial, wenn du kein Mann wärst. Ah, ich bin auch so genial. Keine Männer. Ja, ja. Hey, dein Mantel! Guten Morgen! Der Berg ruft. Mich nicht. Los, auf geht's. Skifahren. Lass mich in Ruhe mit deinem blöden Skifahren. Ich will schlafen. Naja, dann eben nicht. Kannst ja nachkommen, wenn du willst. Irgendwann. Wir sehen uns dann oben bei der Skihütte, so gegen eins, okay? Wenn's unbedingt sein muss. Hoppala. Wehgetan. Oma, bist du verrückt, so in mich reinzubrettern? Es tut mir leid, ich habe einfach nicht mehr bremsen können. Ja, das habe ich gemerkt. So, wenn du nicht Skifahren kannst, wieso gehst du nicht dahin, wo du hingehörst? Wohin? Ja, auf den Idiotenhügel, du Depp. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ich heiße übrigens Nikolaus. Wie der Weihnachtsmann. Ja, so siehst du auch aus. Ich bin Conny. Ja, Conny, du kannst es mir ja beibringen, hä? Was? Das Skifahren, dir? Ja. Ich meine, ich bin ja hier sowas wie ein Sicherheitsrisiko. Also, das ist Erpressung. So, sie ist also nicht auf dem Zimmer. Da kann man natürlich nichts machen. Nein, nein, das brauchen Sie nicht. Ich melde mich nochmal. Gut, danke, wiederhören. Hallo, Barkeeper. Hallo, ich habe gerade hinter dir her telefoniert. Na,
den Abend gut überstanden? Ich überstehe immer noch. Hier, du hast deinen Mantel vergessen. Danke. Sag mal, hast du was vor heute? Wieso? Ja, ich dachte, wir könnten vielleicht den Berg hochfahren, hm? Mhm. Gute Idee, ich muss sowieso dahin. Na prima. Geht besser. Du musst die Beine zusammenhalten, weil du kommst vom Berg ja nie runter. Ich weiß, wie ich da runterkomme. Wie denn? Mit der Baum. Ja, aber dann lernst du es nie. Das ist mir wurscht. Na, gibst du immer so schnell auf? Ich gebe ja nicht auf. Ich lass es nur bleiben. Und jetzt? Lade ich dich zum Essen ein. Ich kenne ein nettes Lokal unten im Ort. Eigentlich bin ich verabredet. Aber ich glaube, die ist eh unpünktlich. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Eben. Wenn ich da runterschaue, wird mir ganz anders. Geht's dir auch so? Nein, ich bin meistens noch viel höher. Wieso? Ich bin Pilot, Flugkapitän. Hey, da kommst du bestimmt ganz schön weit rum, was? Ja, schon. Sag mal, stimmt das, dass Piloten und Stewardessen... Na ja, du weißt schon. Ach, du meinst, do you want coffee, tea or me? Das ist alles Quatsch. Nach einem langen Flug sind wir alle so kaputt, da kommt man erst gar nicht auf solche Gedanken. Außerdem sind die meisten verheiratet. Was machst du beruflich? Ich fotografiere für die Zeitung. Aber keine Luftaufnahmen. Nicht zu fassen. Die hat mich versetzt. Na Gott sei Dank. Was machen wir jetzt hier oben? Und wir fahren runter wieder. Mit einem Lift? Nein, mit einem Schlitten. Wo willst du denn? Vorne oder hinten? Ist mir egal, solange ich nicht steuern muss. Also vorne. Und auf geht's. Du machst viel Sport, ne? Naja, ein bisschen. Als Tourist sitzt man zwischen den Flügen ziemlich oft in den Hotels herum. Und bevor es mir langweilig wird, gehe ich in den Fitnessraum trainieren. Das merkt man. Und was machst du so? Ach du, ich studiere Jura, schon ziemlich lang. Ich werde wahrscheinlich mal die Kanzlei von meinem Vater übernehmen. Ansonsten bin ich ein ziemlich gemütlicher Typ. Sonntags gemeinsam im Bett, lange schlafen, vom Fernseher kuscheln, solche Sachen. Ja, davon kann ich in meinem Beruf wohl nur träumen. Manchmal werden Träume wahr. Das ist nur Lebensrettung. Du bist ja schon ganz blau angelaufen. Lieg du mal unten. Auf geht's. Und weiter. Los. Nicht nochmal. Hui. Hui. Conny? Hm? Ich kann heute Abend nicht mit dir essen gehen. Und warum nicht? Weil ich eine andere Verabredung habe. Mit wem denn? Vielleicht mit einem Mann? Nee, mit einer Frau. Es war ausgemacht, 3 Tage lang keine Männer. Bist ja echt konsequent. Hältst es nicht mal einen Tag lang aus. Nur kein Neid. Pfuh. Bitte hilf mir mal. Du solltest den mal sehen, den Mann. Das ist ein echter Volltreffer. Ja, ja. Du und deine Volltreffer. Wahrscheinlich ist er so voll daneben wie dein Kläuschen. Nee, nee. Geh du nur. Wirst schon sehen, was du davon hast. Übrigens, falls du es nicht gesehen hast, ich habe mir deinen schicken Body ausgeliehen. Hm? Du brauchst ihn ja bestimmt nicht mehr, so wie du heute aussiehst. Hm. Tschüss, mein Mauerblümchen. Und vergiss nicht zu gießen, bevor du verdorst. Dumme Kuh. Ja, Sie können sich darauf verlassen. In Ordnung. Ja, wiederhören.
sich niemand. Aber soviel ich weiß, hat sie gerade vorhin das Haus verlassen. Kann man nichts machen. Hallo Nikolaus, was machst du denn hier? Wolltest du zu mir? Ach so, ja, natürlich. Ich wollte nämlich zu dir. Komm, geh mal. Ja, das ist. Du Sepp, ich glaube, den machen wir zum Depp. Das kann man nicht vorstellen, Chef. Einer wie du hat doch eine Freundin. Klar habe ich eine Freundin, aber kann mich setzen lassen. Ich glaube, ich habe die Nase voll von mir. Ist alleine in den Urlaub gefahren. Und jetzt soll ich deine Rache sein? Ja, Rache ist süß. Und du auch. Dafür bin ich mir aber zu schade. Du, das, was zwischen dir und mir ist, es geht doch nur uns beide was an. Ja. Klar. Ist denn was zwischen uns? Könnte doch sein, oder? Ja, guten Morgen. Morgen. Ja, guten Morgen. Morgen. Meine Lieblingsnichte. Auch schon auf den Beinen? Immer noch, Onkel Paul. Immer noch. Vielen Dank für alles, Onkel Paul. Aber bitte. Gern geschehen. Und kommst bald wieder? Ja, bestimmt. Nächstes Jahr. Pfiat euch. Fahrt vorsichtig. Siehst, Sepp, das ist das Schöne am Winterurlaub. Desto kälter das draußen ist, desto heißer sind die Herzen. Das verstehe ich nicht. Das habe ich auch nicht erwartet. Na, wie war's denn jetzt mit deinem Volltreffer? War ganz aufregend. Aber? Ja, war halt bloß ein Abenteuer. Warum denn? Ach, ist ja ganz schön, wenn sowas passiert. Aber dann ist man auch froh, wenn es wieder vorbei ist. Ja, das stimmt. Und bei dir? Oh, so ein richtig süßer Typ, so richtig einer zum Verlieben. Und hast du? Nee, für mich war es dann auch nicht der Richtige. Kann man sich halt nicht aussuchen. Entweder es passiert oder es passiert nicht. Eben. Deswegen liebe ich ja den Falschen, aber den richtig. Das geht mir genauso. Na, Wind. Guten Abend. Ist da noch frei? Ja. Was kriegen wir denn? Was trinken Sie da? Wodka Lemm. Das kriege ich auch. Ist recht.
Klemmen bitte. Danke. Auf die einsamen Männer. Auf die einsamen Männer. Die hat mich einfach sitzen lassen. Ich meine auch. Einfach abgehauen. Keine Nachricht, kein Abschied, kein gar nichts. Genau wie meine. Als wäre nie was gewesen. Als hätte die letzte Nacht nie stattgefunden. So sind sie, die Frauen. Genau. Nikolaus. Bernhard. Wir Männer müssen zusammenhalten. Auf uns. Auf uns. Noch zwei. Noch zwei. Mindestens. Mindestens. Komm, wir schauen Sie das noch mal an. Schön. Weißt du warum? Weil es unsere sind. Und? Nicht gerade summa cum laude, aber bestanden. Gehen wir feiern, komm. Hey, Conny! Stella, darf ich dir Klaus vorstellen? Hallo. Freut mich. Er hat heute sein Examen bestanden. Gratuliere. Darf ich vorstellen? Das ist Bernhard. Hallo. Hallo. Wir wollen heiraten. Ihr seid natürlich herzlich eingeladen. Ja. Danke. Herzlichen Glückwunsch. Danke.